dass ich nicht zum Pokémon-Sender hochlatschen werde, sondern das Gift direkt hier heilen werde. Und Pikachu gebe ich jetzt das Gegengift. Das Vieh wird damit eingesprüht. Okay, zufrieden. Die Vergiftung von Pikachu wurde geheilt. Yay! Ich bin der glücklichste Pokémon-Spieler der Welt, dass dieses Gift geheilt wurde. Ich werde jetzt Pikachu mal an erste Stelle setzen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nochmal Nidoran bekommen. Taubsi. Ah, komm, können wir mal das Taubsi grillen. Ist auch schön. Gegrilltes Taubsi am Stock. Diese Attacke ist sehr effektiv. Und tschüss, Taubsi. Und das könnte ein Level-Up für uns geben. Jawohl. Pikachu erreicht Level 13. Level 13 ist natürlich ein sehr schönes Level. Es gefällt mir immens, dass wir jetzt Level 13 erreicht haben. Ich stelle mir nichts Schöneres vor, außer wenn wir dann Level 14 erreichen. Oder wenn endlich mal ein scheiß männliches Nidoran kommt, das wir einfangen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen erstmal das Taubsi hier aus dem Weg räumen und es grillen und... Oh, Wachtel. Jetzt eine Wachtel. Oder Stubenküken. Nein, 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 komm. Stubenküken lass mal weg, aber so eine Wachtel... Könnte ich mir jetzt lecker vorstellen gerade. Und ein Habitak. Was ist Habitak eigentlich? Als was zählt das? Raubvogel oder... Keine Ahnung. Ja, Raubvogel mit Sicherheit, wenn ich mir den Schnabel angucke. Aber wenn es nach dem Schnabel geht, müssten ja sogar Papageien und Wellensittiche Raubvögel sein. So. Bitte ein Nidoran männlich. Leck mich. Ich hab dich gerade platt gemacht, du Scheißviech. Ja. Bitte Nidoran männlich. Okay, ein Mankey hatten wir noch gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es das hier gibt. Also in dieser Edition. Okay. Donnerschock. Wenn es überlebt, fangen wir es. Es überlebt. Gibt uns einen Fußtritt. Und wir werden es fangen. Beutel. Pokebälle. Okay, und... Ich werde Mankey aber auch noch nicht trainieren. Vielleicht irgendwann anders. Sehr schön, wir haben Mankey gefangen. Toll, Mankey wurde gefangen. Für Maggie. Für Maggie. Mein Hund heißt übrigens Maggie. Für Mankey wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein reizbares und unberechenbares Pokémon, dessen Gemütszustand binnen Sekunden wechselt. Ja. Denke ich mir. Das Vieh sieht auch nicht freundlich aus. So, bitte. Also, uns bleibt scheinbar ein männliches Nidoran verwehrt. Ich will es aber haben. Ich will ein männliches Nidoran. Donnerschock. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, wenn wir hier die ganzen Vögel schon mal mit unserem Pikachu grillen, weil uns das definitiv gegen Misty helfen wird. Aber ich möchte auch nicht hier unbedingt ein Let's Play 5 Stunden lang hier... Pummeluff ist ein Pokémon, das ich eigentlich gar nicht mag. Und das hat den Grund, die Serie. Wie nett dieses Viech doch immer... gesungen hat. Und jetzt gleich mein Pikachu anmalen wird. Schön, Pikachu, dass du lieber pennst, statt effektiv etwas gegen diese Pummeluft zu tätigen. Zindelbeere... Ja, toll. Schläft tief und fest. Deswegen drehe ich nicht gerne gegen Pummeluff oder Knuddeluff oder Pipi oder Pixie oder was es noch alles gibt an. Weil ich mit meinen Pokémons einfach nichts anfangen kann, wenn... sie schlafen.
Pikachu schläft immer noch tief und fest. Ja, sehr schön. Ein Nickler. Ja, mach du nur weiter. Am besten holst du doch jetzt noch einen Apollo oder Alpollo oder wie das Viech heißt und machst einen Traumfresser. Hm? Pikachu schläft immer noch. Wir haben keinen Aufwecker dabei. Wir besitzen noch keine Pockeflöte. Pikachu schläft bereits. Ja, sehr schön. Pikachu ist aufgewacht. Na, endlich. Ein Nickler. Verteidigungswert von Pummeluff steigt. Sehr schön. Ruckzuckhieb. Und ja. Gut. Ich entscheide mich gerade mal dafür, dass wir das Pummeluff fangen werden. Beutel. Da haben wir den Beutel. Pokéball. Okay. Und Pokéball los! Sehr schön. Toll, Pummeluff wurde gefangen. Ja, ich habe einen Pummeluff gefangen. Gib ihm ein Edding und eine Bühne. Wenn seine Augen aufleuchten, dann singt dieses Pokémon ein Lied, das seine Gegner in Schlaf versetzt. Ja, habe ich gemerkt. Möchtest du Pummeluff einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Weil dieser Spitzname wäre definitiv nicht jugendfreundlich. Bitte ein männliches Nidoran. Meine Gebete wurden erhört. Und das Viech ist auch nur Stufe 6. Bah. Also, das Nidoran trainieren wird auch sehr spaßig, wie bei den anderen Viechern, wie zum Beispiel. Bitte überleb. Pikachu, ich hasse dich. Warum musstest du jetzt auch noch im Volltreffer landen? So gut. Also gegen Nidoran, das wird genauso spaßig wie, nicht gegen Nidoran, sondern Nidoran zu trainieren wird genauso spaßig wie unser Kokuna zu trainieren. Kurz gesagt, es wird stinklangweilig. Pikachu, warum musstest du gerade einen Volltreffer landen? Jetzt haben wir nach einer stundenlangen Suche, die schon fast 5 Tage dauert, endlich mal ein männliches Nidoran bekommen und du grillst es. Mit all deiner Kraft. Du bist doof. Ja, komm. Grillen wir nochmal so ein Hähnchen hier. Und ab geht's. Ich werde die Suche wann anders dann nochmal tätigen. Das dauert jetzt einfach zu lange. Wir heilen die Pokémon jetzt nochmal. Und dann verabschiede ich mich auch erstmal für diese Aufnahmesession. Weil mein Computer da rödelt gerade im Hintergrund immer noch rum und spinnt und spackt da rum. Ich werde hier aber erstmal noch Menki und Pummeluff ablegen. Nein, nicht nehmen, sondern ablegen. 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 Sehr schön. So, mein Rechner, der spackt nämlich gerade im Hintergrund immer noch rum. Von daher, ich will erstmal den Fehler finden und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, liebe Nerdschaften und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. In der letzten Aufnahmesession hatten wir ein paar kleine Probleme gehabt, die ich nach längerer Zeit endlich mal behoben habe. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt direkt in den Mondberg rein oder schauen wir nochmal, ob wir einen Nidoran finden, da wir ja hier in der nächsten Zeit nicht mehr so wirklich herkommen werden. Ich glaube, ich gehe nochmal eine kleine Runde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich nach der letzten Aufnahme geheilt habe. Vor dem Pummeluff hier werde ich mal fliehen, wir haben eh schon eins und ich mag den Kampf gegen Pummeluff, wie bereits erwähnt, nicht. Ihr habt jetzt auch längere Zeit, oder gezielt du hast jetzt auch längere Zeit nichts von mir gehört. Das hängt mit ein paar Problemen, die ich mit meiner Aufnahmefestplatte hatte, zusammen. Aus dem Grund sind ja auch als die Aufnahmen in der letzten Folge abgeschmiert. Ich habe jetzt eine andere Festplatte drin und will ich mal hoffen, dass es besser läuft. Und wir sind, ja,
nach wie vor auf der Suche nach einem Nidoran, aber irgendwie haben wir heute eine Taubsi-Plage. In den ersten Folgen hatten wir eine Radfatz-Plage, jetzt eine Taubsi-Plage. Mal gucken, was als nächstes kommt. Eine Nidoran-Männlich-Plage wäre doch nicht schlecht. Mengi haben wir schon, oder? Ja, Mengi haben wir. Mengi ist toll, aber nicht für diese Aufnahme. Oder nicht für mein Let's Play geeignet. Ich mag das auch nicht. So Kampf-Pokémon sind nicht unbedingt meine Welt. Später, wenn wir uns zwischen Nocturne und Kikli entscheiden dürfen, die werden auch irgendwann einfach nur eingelagert. Und da werden sie auch bleiben. Ich bin nicht so der Kampf-Pokémon-Freund. Auch kein Machoke oder Machomai oder was es so noch alles gibt. Nicht meine Welt. Dennoch. Nee. Fangen wir gar nicht erst mit an. Keine Kampf-Pokémon. Weil Pokémon sind ja schöne Tiere. So, ich habe ja langsam die Schnauze voll, hier die ganze Zeit zu suchen. Was heißt die ganze Zeit? Wir sind jetzt knapp 2 Minuten hier unten und noch nichts wirklich gefunden. Warum kämpfen wir eigentlich nicht? Ich wollte doch nur den Kampf gegen das Pummeluff nicht machen. Ich bin bescheuert. Ich bin dämlich. Komm hier, kriegst einen Donnerschock. Grillhähnchen. Grillhähnchen ist was Schönes. Mm. Lasst es euch schmecken. Na, unser Pikachu wächst und gedeiht langsam. Wir müssen es auf ca. Level 18 bekommen, bis wir bei Misty sind. Und in der vor uns liegenden Höhle werden wir mit dem Leveln ein paar Probleme bekommen. Also wir werden es nicht wirklich leveln können da drin. So, wenn das Viech überlebt, nehmen wir das mit. Das ist sehr schön. So wollen wir das. Ja, mach nur deinen Kratzer. Beutel und Pokéball. Pokéball los! Ja, von mir kam jetzt längere Zeit keine Folgen. Auch wegen den Festplattenproblemen. Ich musste dort erstmal schauen, dass ich die Möglichkeit bekomme, wieder ordentlich aufnehmen zu können. Das haben wir jetzt geschafft, Gott sei Dank. Und jetzt kann ich wieder ganz in Ruhe aufnehmen. Und für unser Nidoran wird natürlich ein Eintrag im Pokédex gemacht. Dieser lautet: Dieses Pokémon ist sehr klein. Verfügt über... fängt ja schon wieder gut an mit mir. Dieses Pokémon ist sehr klein. Verfügt aber über starke Gifte. Das Weibchen hat kleinere Hörner. Ja, wir wollen eh das Männchen haben. Möchtest du Nidoran einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Nach wie vor. Ich bin nicht so dafür, den Pokémon Spitznamen zu geben. Und hier haben wir ein Habitak. Ne, das wird eh nicht überleben. Wenn es überlebt, dann fangen wir es, dann haben wir es zumindest. Aber sehe ich keine Chance für das Viech. So. Und ein Taubsi. Ja, ist ja toll. Jetzt haben wir ein Nidoran weiblich. Wollen wir das Nidoran weiblich nehmen? Das ist jetzt die große Frage. Nehmen wir das Nidoran weiblich oder... Also zum Trainieren. Oder laufe ich hier doch noch 20 Minuten rum und besorge und oder schaue nach einem männlichen Nidoran, wie es eigentlich gedacht war. Ich bin mir nicht so sicher. Bitte? Nein. Natürlich nicht. Natürlich wieder ein Taubsi. Taubsi haben wir schon. Grüß das andere Taubsi, das eben hier war. Gute Nacht. Und unser Pikachu hat Level 14 erreicht. Ja, lernt aber nichts. Na toll. Blödes Pikachu. Böse. Und schon wieder ein Taubsi. Gut. Das Taubsi wird noch gegrillt und dann warte ich noch genau ein Pokémon ab und wenn es dann kein männliches Nidoran ist, dann werden wir erstmal darauf verzichten und werden in der Zukunft nochmal nach einem Nidoran suchen. Vielleicht in der Safari-Zone. Gut, es ist wieder ein Vogel, jetzt geht's ab in die Höhle. Ich heile gleich nochmal unsere Pokémon und dann werden wir uns durch eine... über einen gefährlichen Pfad hinweg begeben. Durch die Mondberg. Durch den Mondberg, genau. Ich wollte gerade sagen, durch die Mondberghöhle, aber das ist ja einfach nur der Mondberg.
Gut, dann heilen wir unser Viech. Ich weiß, dass hier irgendwo noch Items rumlagen. Da vorne an einem Stein oder so. Ja, komm, ich guck mal.